Und das ist auch etwas, was heutzutage moderne Wissenschaftler, wie beispielsweise Bert Ehrman, beispielsweise, der hat viele Bücher darüber geschrieben, die ich auch hier an dieser Stelle empfehlen kann. Er ist ein Bibelwissenschaftler. Bert Ehrman ist ein Bibelwissenschaftler, der streng evangelikal gewesen ist und dann mehr über die Bibel erfahren wollte und in die Bibelforschung hineingegangen ist und dann auf einmal vor dem Problem stand, dass es halt Widersprüche gab, die nicht zu klären sind. Wie beispielsweise, und wir als Muslime, wie ihr wisst, wir glauben, dass Jesus, Isa, Friede mit ihm, nicht gekreuzigt wurde. Ausgerechnet in der Kreuzigungsgeschichte finden sich in den vier Evangelien die meisten Widersprüche. Ich gebe ein Beispiel. Matthäus 27, Vers 4. Dort steht, dass Jesus, als er gefangen genommen worden ist, ja, dass Judas, nachdem er gekreuzigt wurde, vielmehr, also der ihn angeblich verraten hat, es bereut hat, dass er ihn verraten hat und dafür einen Lohn bekommen hat aus Silber. Und dann ging er zu den Pharisäern, Schriftgelehrte, in den Tempel und sagte zu ihnen, hier, ich bereue, dass ich, sinngemäß, ich bereue das, dass ich ihn verraten habe. Ich habe unschuldiges Blut sozusagen auf meinem Gewissen. Und dann, hier, ich will euch diesen Lohn zurückgeben. Ich habe einen Fehler gemacht. Dann sagten sie, was geht uns das an? Das ist dein Problem, sinngemäß. Dann hat er diese Silberstücke genommen, hat sie in den Tempel reingeworfen und dann ist er hingegangen, hat Selbstmord begangen und sich erhangen. In Apostelgeschichte 1, Vers 18, auch das Neue Testament, direkt das Buch nach den vier Evangelien, die meisten Gelehrten des Christentums gehen davon aus, dass es auch von Lukas geschrieben wurde, der auch der Autor des dritten Evangeliums ist. Ja? Dort steht, dass derselbe Judas mit demselben Geld es nicht in den Tempel reingeschmissen hat, weil er es bereut hat, sondern sich davon einen Acker gekauft hat. Und auf diesem Acker fiel er hin, kopfüber hin, und sein Leib barst auseinander und seine Eingeweide fielen hinaus. Es sind zwei völlig verschiedene Geschichten. Beim einen kauft er sich von dem Geld einen Acker, bei dem anderen schmeißt er das Geld weg. Bei dem einen macht er Selbstmord, bei dem anderen fällt er auf dem Acker, den er gekauft hat, sinngemäß auf die Schnauze und sein Leib barst auseinander, die Eingeweide fallen hinaus. Es sind Sachen, die nicht miteinander vereinbar sind. Und dann versuchen bestimmte evangelikale Christen das zu verteidigen, indem sie sagen, ja, die Schriftgelehrten haben dann den Acker gekauft. Und die haben den Acker, das heißt also, das ist eigentlich sein Geld gewesen. Erstmal, wenn ich mein Geld nehme und schmeiße mein Geld in die Gegend und du kaufst danach davon eine Coca-Cola, heißt das nicht, ich habe die Cola gekauft. Wenn ich allerdings dir das Geld gebe und sage, geh mal davon eine Cola kaufen, dann kann man mir den Kauf zuschreiben. Aber nicht, wenn ich das Geld losgeworden bin. So. Dann sagen sie ja, dann sagst du ja, wie ist das denn mit dem Kopf übergefallen und die Eingeweide fielen hinaus und bei dem anderen Mal hat er sich erhangen. Dann sagen sie, ja, der Ast ist gebrochen und dann fiel er vorne über. Man sieht, man versucht irgendwas an den Haaren herbeizuziehen, was einfach unehrlich ist und keinen Sinn ergibt. Denn wenn du erstmal hangen bist, und das griechische Wort hier, da habe ich mich erkundigt, ich kann selber kein Griechisch, bedeutet zum Tode erhangen. So. Wenn ich erstmal hangen bin, bin ich steif. Wenn bricht vorher der Ast, weil ich zappel oder mache oder tue. So, und wer hat jemals im Leben davon gehört, dass jemand sich erhangen hat und dann brach der Ast ab und seine Eingeweide für? Hat er sich an einem Zweig erhangen? Man nimmt, wenn, einen stabilen Ast, wo nichts passieren kann. So, dann, wenn ich runterfalle, falle ich mit den Füßen nach unten und nicht kopfüber. Weil ich hänge hier mit dem Kopf. So, wenn ich jetzt falle, falle ich nicht kopfüber runter. So, weil da steht kopfüber runter. Ist einfach nicht der Fall. Drittens, wenn ich schon tot bin, wird bei mir alles steif. Es ist nicht mehr, dass alles flüssig ist im Körper. Das heißt, wir brauchen da gar nicht großartig drüber zu reden. Es ist eigentlich jedem klar, dass das einfach nicht stimmt. Ich habe das einmal einer Nicht-Muslimin vorgelesen. Und da meinte sie,
Wie? Das steht in derselben Bibel? Und ich will nicht die Christen jetzt beleidigen, ich sage nur, was hier gesagt wurde. Weil das einfach eine Person ist, die nicht irgendwie etwas sich an den Haaren herbeiziehen will und auf Teufel komm raus, wie man sagt, irgendwie versucht, eine Ausrede zu finden, sondern einfach eine ganz normale Person ist, die getauft wurde und was auch immer. Und die sagt, welcher Idiot hat denn dann die Bibel geschrieben? Das ist ihre Aussage gewesen. Das sind ganz klare Fehler. Und das ist nur einer von vielen. Einer von vielen. Ja, ich will gar nicht so viele jetzt erwähnen. Es gibt so viele Widersprüche, ja, die man gar nicht aufzählen kann. Aber das ist zum Beispiel auch einer, den der Bart Ehrmann aufzählt.